Der Überschlag bei der schriftlichen Division. Der Überschlag ist bei der schriftlichen Division nicht so einfach wie beim Malrechnen. Ich kann nicht einfach den Hunderter oder Tausender auf den Runden, den wir gerade haben. Wir sehen uns das mal an einigen Beispielen an. Erstes Beispiel. 570 geteilt durch 3. Ich kann nicht hier einfach sagen, oh, naja, ich nehme 500 oder 600, weil das irgendwie da in der Nähe ist, sondern ich muss ganz genau gucken, dass ich eine Zahl erwische, die auch in der Dreierreihe liegt. Dazu ist es immer gut, sich die Startzahl anzugucken. Die Startzahl ist hier die 5. Die erste Zahl, mit der ich jetzt rechnen würde, wäre zu gucken, welche Zahl aus der Dreierreihe ist kleiner und passt gerade noch in die 5. Das ist die 3 oder die 300. Das könnte jetzt mein Überschlag sein. Ich schreibe die Zahl mal hier oben hin. 300 geteilt durch 3. Ich muss aber auch gucken, welches ist die nächste Zahl aus der Dreierreihe, die dann etwas größer ist. Also die 3, danach kommt in der Dreierreihe die 6, das wäre also hier die 600. Und jetzt erst, wenn ich diese beiden Zahlen weiß oder vielleicht auch im Kopf habe, kann ich sehen, an welcher ist denn die 570 näher dran? Ist sie näher an der 300 oder ist sie näher an der 600? Die 570 ist hier ganz klar näher an der 600. Also ist das hier mein Überschlag und das hier oben kann ich wieder durchstreichen. Nächstes Beispiel. 840 geteilt durch 7. Unsere Startzahl ist die 8 und die 7 ist die Zahl, die jetzt etwas kleiner als die 8 ist und hier direkt reinpasst. Mit der würde ich starten. Da die kleiner ist, schreibe ich sie hier als Vorschlag für einen Überschlag erstmal hier oben auf. Und ich gucke aber auch, welches ist die nächste Zahl aus der 7er Reihe, die größer ist als die 840. Ja, das wäre dann die 14 und da hätten wir jetzt 1400 geteilt durch 7. Wenn ich diese beiden Möglichkeiten mir überlegt habe, gucke ich, an welcher dieser beiden Zahlen ist die 840 näher dran. Hier ist die 840 ganz klar näher an der 700, also ist diesmal unser Überschlag. Das kann ich wieder verwerfen. Das war bloß eine Überlegung. Der Überschlag lautet hier 700 geteilt durch 7 und das ist 100. Der Überschlag bei der schriftlichen Division ist auch meistens nicht so ganz genau am Ergebnis. Ja? Ich habe die Aufgabe 840 geteilt durch 7 mal ausgerechnet. Da kommt raus 120 und wir sehen schon, die 100 und die 120 sind doch noch ziemlich weit auseinander. Wozu ist der Überschlag jetzt also gut? Ich kann gucken, wie viele Stellen wird mein Ergebnis haben. Ist das eine 100er Zahl, eine dreistellige oder ist das eine vierstellige Zahl, was mit 1000? Und da kann ich vergleichen. Okay, mein Ergebnis liegt im selben Bereich. Es sind hier drei Stellen, es sind hier drei Stellen. Es ist zwar doch deutlich größer, aber es liegt irgendwie noch im Bereich. Ja, der Überschlag ist also wirklich viel weiter weg als zum Beispiel bei einer Plus- oder Minusaufgabe. Wir sehen also, der Überschlag bei einer Geteiltaufgabe kann höher sein als die ursprüngliche Zahl. Dann ist natürlich das Ergebnis des Überschlags auch größer als mein Ergebnis, was ich hier rausbekommen soll. Oder der Überschlag ist
kleiner als die Aufgabe, dann muss das Ergebnis auch von der Aufgabe, die ich dann ausrechnen will, größer sein als mein Überschlag. Und was der Überschlag angibt, ist, ob das eine dreistellige, eine vierstellige, fünfstellige Zahl ist, die mein Ergebnis sein soll. Und daran kann ich mich orientieren, obwohl mein tatsächliches Ergebnis meistens ganz schön weit weg ist von dem des Überschlags.